Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Lena aus dem Haus der Jugend. Und wie ihr vielleicht schon erkennen könnt, sind wir jetzt nicht im Haus der Jugend, sondern stehen vor dem von einem der beiden Unfallkollegen. Und haben jetzt ein kleines Interview mit den BesitzerInnen des Ladens. Und gehen da jetzt einfach mal rein und zeigen euch, wie man im Unverpacktladen einkauft. Kommt doch mal mit! Als allererstes gehen wir direkt mal einmal durch den Laden durch und waschen uns die Hände. Hallo! 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 Dann sind wir startklar und gehen mal rein. Hallo, grüß dich. Wie kann ich dir helfen? Ja, wir kommen aus dem Haus der Jugend und drehen für unser Newsletter ein kleines Interview. Und das Thema unserer Woche ist Müllvermeidung oder überhaupt das Thema Müll. Wir machen ganz tolle Upcycling-Projekte und jetzt wollen wir mal gucken, wie man hier an das Unverpackt einkaufen kann. Und dann jetzt vielleicht erstmal die Frage, wer seid ihr, wer bist du und wie kam es zu diesem Laden? Ja, also gemeinsam sind wir Kaufslose. Uns gibt es jetzt seit dem 3.8. letzten Jahres und wir haben uns mit dem Thema schon länger beschäftigt. Das ist sicher schon 2,5 Jahre her. Sehe ich gerade doch ungefähr. Ja. Und es ist so, dass wir halt schon immer uns geärgert haben, dass alles so verpackt ist, dass man überall den ganzen Müll wegschmeißen muss und vor allem, dass man nie die Menge mitnehmen konnte, die man wirklich braucht. Ja. Was halt hier der Fall ist, also hier kannst du wirklich die Menge mitnehmen, die du brauchst. Also wir selber essen halt auch viele Nüsse und Nüsse sind natürlich meistens in so Kleinverpackungen verpackt und hier kannst du, wenn du Lust hast, wirklich nur mal 3 Nüsse kaufen. Gemeinsam habe ich in Sascha Kaufslose gegründet. Ihr habt das zusammen gegründet? Genau, wir haben es zusammen gegründet und seit 2,5 Jahren sind wir plastikfrei. Also weitgehend plastikfrei. Es gibt halt leider immer noch Sachen, die in Plastik sind. Und ich nehme an, ihr wisst auch immer, wo eure Sachen herkommen, ne? Und achtet auch darauf, dass da viel regional ist. Genau, also wir achten darauf, dass halt die Sachen weitgehend regional sind. Es wird hoffentlich nie so sein, dass es Basmati-Reis regional gibt. Da hätten wir dann wahrscheinlich was falsch gemacht. Aber sind wir auf dem Weg. Richtig, wir sind auf einem guten Weg und wir stehen jederzeit für die Kunden halt auch zur Verfügung, wenn sie wissen wollen, wo die Sachen herkommen. Und wir stehen da auch in engem Kontakt sowohl mit unseren Großhändlern als auch mit unseren kleinen Händlern, die halt eben die Sachen produzieren oder den Bauern von denen, die halt die Sachen. Super, das waren schon sehr, sehr viele Informationen. Was mich jetzt noch interessieren würde, jetzt leben wir ja gerade so ein bisschen in Corona-Zeiten. Wie hat sich das denn durch Corona jetzt verändert in eurem Laden? Ja, wir haben jetzt halt die Beschränkung auf 4 Personen im Laden. Da müssen wir halt darauf achten, dass halt mehr Personen da sind. Mhm. Also 4 Kunden, so 4 Personen wäre schwer. Dann Mitarbeiter ausgenommen und wir schauen halt, dass wir die Sachen regelmäßig desinfizieren, sauber machen, spülen. Wir haben schon immer darauf geachtet, dass wir die ganzen Chippen und sowas regelmäßig sauber machen und spülen. Dann wird es jetzt öfter gemacht und wie ihr es ja vorhin auch schon gemacht habt, jeder muss sich vorher die Hände waschen. Ja, okay. Also das Witzige am Einkaufen im Unverpacktladen ist, dass man immer schon so aussieht, als wäre man schon vom Einkauf gekommen. Da bin ich immer hier so meine Tüte dabei mit ganz vielen Gefäßen. Und der erste Gang nach dem Händewaschen ist dann meistens der zur Waage. Und dann wiegen wir einfach mal die Gefäße ab, weil wir das, was die Gefäße wiegen, natürlich nicht verzehren müssen. Jetzt haben wir hier 41 Gramm. Kommt dann ein, ich schreibe das einfach direkt drauf, aber in der Spülmaschine geht es immer wieder ab. Ja. So. Genau. Thank you.
Leergewicht von deiner Dose ein. Und dann wiege ich das, was du da drin hast. Und dann wird es abgezogen. Genau. Perfekt. Dann so hast machen du nur wir. Das Ergebnis von dem, was du geschaut hast. Genau. Dafür haben wir eben abgewogen.